Tschut, tschut, macht der Zug, auf den ich hier gerade mal ganz kurz mit aufspringe und gefühlt jeder andere YouTuber ever ebenfalls. Und damit herzlichst willkommen zum Let's-Test-Part von Dota Auto Chess. Es ist wie gesagt so ziemlich jeder auf YouTube hat das schon mal gespielt, deswegen ich dachte, jeder, das bin auch ich, muss ich mal ganz kurz mitmachen. Ich habe das Spiel an sich ein paar Mal jetzt gespielt gehabt, noch nicht allzu viel, aber so ein kleines bisschen heißt, ich weiß so ein bisschen, wie es grundsätzlich funktioniert, was ich euch auch gleich noch mit erklären werde und bin halt noch nicht allzu gut darin, es zu spielen. Bin also hier genauso weit wie in Monster Hunter. Wie funktioniert das Spiel grundsätzlich erstmal? Es gibt verschiedene Einheiten, diese hier alle. Und die haben verschiedene Spezies, verschiedene Klassen. Wenn man mehrere derselben Spezies hat, dann bringt das Bonusse. Wenn man mehrere derselben Klassen hat, bringt das ebenfalls Bonusse. Heißt, man muss versuchen, möglichst das Gleiche möglichst sinnvoll zu kaufen. Wenn man dreimal dasselbe hat, kann man das aufbessern zu irgendwas Stärkerem. Wow, mein Wissen ist wieder unumstößlich und definitiv richtig. Und das geht bis zur Stufe 3, danach ist man halt am geilsten. Die Gegner, die kommen, sind Runde 1 bis 3, glaube ich, irgendwelche Minions, die man klatschen kann. Wenn man Minions klatscht, kann man Items bekommen. Was bei mir gerade nicht der Fall war, was ich jetzt schon ziemlich scheiße finde. Und jede andere Runde spielt man gegen andere Spieler. Man hat rechts eine Lebensanzeige, wenn die auf 0 geht, hat man verkackt. Und ist halt draußen, was hoffentlich nicht allzu schnell passiert. Zudem hat man eine Mana-Anzeige, die sich hier füllt. Wenn das Mana voll ist, wird irgendwas gecastet. Das ist je nach Typ unterschiedlich. Fragt mich nicht, wer was kann. Also ich weiß es von ein paar, die ich häufiger spiele. Der hier kann irgendeinen in den Berserker-Modus schicken und die hier kann heilen. So, zudem, wenn man gewinnt, sagen die Typen immer noch irgendwas Witziges, was auch ganz cool ist. So, das hier sind unsere Gegner und ich glaube, ich habe häufig genug so gesagt, um sinnvoll spielen zu können. Ich habe nur keine Ahnung, was ich jetzt tun soll. Übrigens, Ork, Okre und Troll sind verschiedene Sachen. Ich bin am Anfang ziemlich hart darauf reingefallen und habe dann häufig verkackt. Egal. Wie ihr seht, ich bin auch nicht ganz so gut. Also hier rechts ist ein Ranking, sage ich jetzt mal. Bauer wäre das Niedrigste. Danach Knight, Läufer, Turm, König, Dame war es, glaube ich. Und ja, von 1 bis 10, wobei 1 scheiße ist und 10 super. Wir haben ein Item, meine Fresse. Ist 2 sogar. Ich bin ja oberglücklich. Nebenbei am Anfang ist Enchantress übelst OP. Die kann sich, wie gesagt, heilen und der Hirn ist teilweise stärker als alles andere. Wir können auch einfach auf das Bild klicken und dann halt zu den anderen Typen rüberspringen. Zum Beispiel Brazers. Ich sage euch jetzt schon, der wird uns ficken. Was auch gar nicht mal so doof wäre, weil wir müssen jetzt langsam mal uns entscheiden, auf was wir gehen wollen, weil ich habe momentan so ziemlich alles und nichts Sinnvolles. Grundsätzlich sind Warrior ziemlich gut, so wie keiner, den ich mir gekauft habe, wunderbar. Ich kann auch eigentlich erstmal sparen. Ich kann auch mal versuchen, auf 11 zu kommen. Gehen wir mal auf 11. Ich glaube, das kann ziemlich gut sein, vermute ich. Man kann eine maximale Anzahl von den Chess-Pieces, die hier oben stehen, halt auf dem Feld haben. Hier ist das Gold, was man bekommt. Je mehr Gold man hat, desto mehr Gold bekommt man. Wem hat der wird gegeben? Kapitalismus, OP. Gibt halt Zinsen. Und, Enchantress nicht sterben. Fuck. Übrigens, ich spiele mal gegen irgendeinen Random-Typen. Und wir verlieren hart, weil ich vergessen habe, Items zu verteilen. Links unten sieht man, wer noch gewonnen hat. Wir haben zum Beispiel Vitali fertig gemacht. Das ist schön. Ja, jetzt hat der uns gegen uns gewonnen und wir haben halt 1% verloren. So, ist relativ simpel, das Spielprinzip. Also easy to learn und hard to master, so wie es halt jedes gute Spiel grundsätzlich ist. Links immer noch die DPS, wenn man weiß, was gut war und was scheiße war, heißt meistens Sino 0 DPS. Sino ist scheiße. So wie immer. Wir bekommen nichts Sinnvolles. Wunderbar. Elfen machen ab 3 Elfen halt einen Ausweichbonus, was schon mal ganz cool ist. Ich krieg bloß gerade. Geht noch jemand auf Elfen? Wir können ja mal so ein bisschen rumgucken. Geh du erstmal weg. Wir haben hier einen Typen, der geht ebenfalls auf. Weiß er nicht, wie es auf. Fuck, ich kann noch einen mit draufnehmen. Nicht zu viel verschenken und ich sollte eigentlich noch Items verteilen. Das kriegst mal du und das kriegst mal du, weil du bist Tank und so. Dann haben wir hier jemand, der auch noch Elfen mit rausgekauft hat, aber auch noch nicht wirklich weiß, auf was er gehen will, glaube ich. Und jetzt sterben schon Leute, das heißt, wir können eh nicht sinnvoll gucken.
Und unter den sterbenden Leuten zähle ich mit dazu. Und der geht definitiv auch auf Elfen. Das sind, die Bäume sind ziemlich elfig, das sind Tanks und wenn die auf Stufe 3 sind, sind die voll mies. Weil der hat auch als Fähigkeit, er kann irgendwo einen Samen pflanzen. Ja, er kann abspritzen, so einfach ist das. Und der Samen wächst dann halt. Und, entzieht dem Gegner Leben und heilt irgendeine andere eigene Figur. Ziemlich mies. Mir fällt jetzt erst auf, dass man bei Heuschnupfen allergisch auf das Sperma von irgendwelchen Bäumen ist. Aber na gut, was soll's. Wir sollten uns langsam wirklich entscheiden, auf was wir gehen wollen. Auf jeden Fall sind Feen gerade nicht ganz so geil. Das heißt, ich könnte eigentlich auch auf Magier gehen, wenn ich davon genügend bekomme. Dann bleibst du mal drin, dann gehst du raus. Wobei, warte. Ich hab keine Zeit mehr. Das ist das Schlimmste. Dieser scheiß Zeitdruck. Jedes Mal, wenn ich noch was tun will, verkacke ich, weil zu wenig Zeit da ist. Egal, wir müssen mal kurz schauen, woran es liegt, dass ich verkacke. Also A, ich habe noch keinerlei Bonus. Jetzt sollte ich theoretisch einen Elfenbonus haben, weil ich 3 Stück davon habe. Was mir noch nicht allzu viel bringt. Ja, Losing Streak it is. Denn auch wenn man eine Losing- oder Winning Streak hat, kann man mehr Geld bekommen. Ich weiß genau, worauf ich dabei immer gehe. Einfach stets weg verkacken bringt schon relativ viel. Das Problem ist, man darf halt nicht einmal gewinnen. Ansonsten ist die scheiß Losing Streak wieder weg. Wir sind aber tatsächlich die Schlechtesten. Nice! Es ist alles ungefaked, hier wird nicht geschnitten, das wird schon passen. Geht denn eigentlich irgendjemand auf Goblins? Mal so nebenbei gefragt. Also sie stehen da nicht. Der hat einen so ein bisschen rumstehen. Der hat keinen... Der geht auf Goblins. Ist schon ungünstig, weil bei Goblins musst du alle haben, damit es sinnvoll wird. Sobald ein anderer drauf geht, hast du eigentlich verkackt. Warte, müssen wir ganz kurz ein bisschen für sorgen, dass ich nicht hundertprozentig sterbe, denke ich mal. Aber bei 9 Mann kann man eh nicht auf irgendwas gehen, worauf kein anderer geht. Ach komm, wir gehen mal auf Menschen. Ich habe zwar bisher nur einen Menschen, aber es wird schon. Menschen kommen eh erst relativ spät, weil da ziemlich viele höheres Tier sind. Also, ja, Menschen sind Tiere. Danke, hören, genau das meinte ich. Wie gesagt, diese beiden Spezies sind am Menschen mit dabei. Und... Das meine ich, ne? Du musst nur einmal nicht verkacken und deine Losing Streak ist weg. Harry, kannst du nicht mal sinnvoll spielen? Ich hätte einfach den 5. Mann nicht kaufen sollen. Okay, das heißt, wir gehen auf Menschen, würde ich sagen. Ich meine, die Entscheidung, auch wenn dabei sich nichts an meinem Spielstil geändert hat, hat mich schon mal zum Sieg gebracht. Und wir sind nicht mehr der Schlechteste. Nice, läuft bei mir. Halbwegs. Wobei, eigentlich läuft es automatisch. Und genau das meine ich. Entscheidend ist, kann ich am Anfang halt voll geil gegenheilen und allein deswegen dann gewinnen. Eigentlich sollte so ein Timbersaw ein Heiler platt machen können. Aber nicht, wenn der Heiler sich denkt, oh, guck mal, ich heile mich mehr, als du mir Schaden machst. Fick dich. Deswegen Entscheidend ist am Anfang immer ziemlich cool ist und später dann irgendwann immer noch stark ist. Guck mal, wir haben schon mal einen Punkt. Es ist zwar kein Mensch, aber es gibt bei den Menschen den Dragon Knight, so heißt er zumindest. Was eine verdammt starke Einheit ist, meiner Meinung nach. Deswegen wir darauf gerne noch ein bisschen mehr gehen können. Ich glaube, ich habe ein paar Knights auf dem Feld. Das heißt, wir können damit nochmal weitermachen. Denn du und du bist einer. Bonus gibt's ab. 2. Wunderbar. Dann machen wir da weiter. Du kommst auf jeden Fall drauf. Nein! Genau. Dankeschön. Perfekt. Ab und zu muss man auch mal Glück haben. Wenn die Zeit um ist und man die Einheit noch nicht sinnvoll platziert hat oder zu viele drauf hat, werden die halt einfach automatisch weggegeben. Und wenn man da unten, hier, so, man kann maximal 2, 4, 6, 2, 4, 10, sieht man Stärke 8 Stück haben. Und wenn man halt dann mehr da stehen hat, werden die halt automatisch verkauft. Und das hat mich schon so häufig gefickt, dass es einfach weggezogen wurde, was ich eigentlich gebraucht hätte. Puck, bitte, du machst das? Nein? Schade. Okay, aber wir haben zumindest nicht hart verloren. Also solange man noch über 2% ist, kann man eigentlich noch sich wunderbar zurücklehnen und in Ruhe ein bisschen weiterkaufen. Ein bisschen Geld sparen ist auch immer wichtig. Warte, ich wollte euch so haben. Das stimmt schon. Allerdings bist du momentan relativ sinnlos. Das heißt, wir holen den hier mit rein. Warte, Knight.
Du kannst eigentlich... Ah, nee, ich habe den Elfenbonus hier. Das heißt, wenn wir 6 Plätze hätten, könnte ich die noch mit reinnehmen. Und hab dann 3 Mages theoretisch, was mir nochmal einen Bonus geben sollte. Wie viel fehlt denn zum nächsten Level? Eigentlich nur einmal aufleveln. Fuck, ich hätte jetzt schon wieder gewinnen können. Egal. Schau mal, wie es so läuft. Ich meine, der Louis Christ ist momentan der Beste, hat noch nicht einmal verloren. Gute Voraussetzungen, um hier richtig hart auf die Fresse zu kriegen. Wobei es sind nur 6 Schaden. Alles noch gut, alles noch easy. Einfach keine Panik. Also das Wichtigste ist genau wie in Monster Hunter. Nur keine Panik. Guck mal, den Mage können wir damit reinnehmen. Dann gehe ich eigentlich nicht auf Elfen, wa? Eigentlich wollte ich ja... Wobei, ich könnte schon wieder mehr Elfen kaufen. Nee, warte. Das heißt, was ich mache ist, ich verkaufe dich nicht. Ich mache Chess XP Bein. Kann dich mit reinsetzen und dich verkaufen. Und dann habe ich einen Punkt zu wenig, um Interest zu bekommen. Das ist jetzt belastend. Scheiße. Ja gut, dann muss es halt so sein. Ich kann die jetzt gerade nicht verkaufen. Ich weiß aber noch nicht, worauf ich gehen soll. Was in Runde 10 ungünstig ist. Aber einfach mal warten und schauen, was dabei rumkommt. So, wir sind Runde 10. Das ist wieder eine durch 5 teilbare Anzahl an Runden. Heißt, Minions kommen. Übrigens, ihre Fähigkeit ist am Anfang unglaublich scheiße, am Ende verdammt gut. Die gibt halt, wenn sie maximales Mana hat, allen anderen schnellere Mana-Regeneration. Fuck. Minions sind ja auch ganz stark, ne? Da verliert man automatisch. Das, keiner gewinnt das. Tatsächlich, der random Typ, den ich gerade getroffen habe, auch nicht. So, das ist OP. Hallo, Freunde. Das heißt, ich verabschiede mich jetzt von meinen Elfen. Bist du Knight? Du bist Knight, das heißt, du bleibst. Du bist Knight, das heißt, du bleibst. Du kannst erstmal zurück auf die Bank gehen. Wobei ich eigentlich mehr Frontline bräuchte als alles. Das heißt, du gehst rein und du gehst zurück. So. Ich würde sagen, das gewinnen wir jetzt. Denn das sind die einzigen 3 Drachen, die es im Spiel gibt. Wenn man 3 Drachen hat, gibt es die Fähigkeit, dass sofort alle eigenen Einheiten, also alle Dracheneinheiten, 100% MP haben. Und das heißt, mein Dragon Knight kann sich verwandeln. Und jetzt sehen wir zu, wie dieser eine Dragon Knight alles abschlachtet. Oder auch nicht. Bitte? Ich habe alles auf dich gesetzt. Shit. Egal, das heißt, das Wichtigste ist schon mal drin. Das ist gut. Jetzt müssen die Einheiten nur noch stark werden. Das ist so der nächste Schritt. Klopft noch jemand? Der klopft noch. Okay, wir sind momentan bei 68. Alles noch gut. Ich habe schon 3 Drachen. Das ist eigentlich eine gute Voraussetzung. Jetzt müssen noch sinnvolle Sachen kommen. Eigentlich noch mehr Knights. Damit ich da den Boost bekomme. Und... gehe ich jetzt noch auf Human Beast Warrior? Eigentlich wollte ich auch auf Humans gehen, ne? Das heißt, du kannst noch mit rein. Das könnte ich theoretisch sagen. Ich hätte gern den Menschen... Warte. Ich habe einen Mensch. Ich habe 2, 3 Theorie. Das heißt, ich könnte auf den 3er-Bonus kommen. Das geht auch mit 2. Ach Mann, ich bin überfordert von dem Spiel, wenn es so viele Optionen gibt. Ich meine, ich bin so schon so tief immer in dem Spiel drin, dass ich nicht reden kann. Und jetzt auch noch darauf zu konzentrieren, was man sagt, ist halt ziemlich scheiße. Okay, Aloha Vera wird uns gerade hart zusetzen. Okay, das Schiff kommt von einem Typen namens Kunkka. Eine der stärksten Einheiten, allein wegen dem Schiff. Das macht halt Flächenschaden und Stunt dann nochmal. Oh, das wird knapp. Aber der Beastmaster vom Drachen vernichtet. Muss schon wissen, was in deiner Kragenweite ist, mein Freundchen. Ah, okay, guck mal, da haben wir doch hier direkt mal den ersten Guten und den zweiten Guten. Warum ich jetzt den Chaos Knight nicht mithole? Das Ding ist ein... Oh, kann ich eigentlich machen. Denn Dämonen haben die zusätzliche Fähigkeit, wenn andere Dämonen dastehen, werden die schwächer. So, das heißt, du kannst mit drauf und du bist jetzt scheiße. Und deine Items kann ich eigentlich mal ganz schnell... Ja, schnell ist was anderes, dem Drachen Knight noch mitgeben. So. Das sollte jetzt eigentlich auch Brazers ficken können, oder? Übrigens, Assassinen sind böse. Das sieht man an dem Ding hier. Die springen eigentlich immer erstmal die Backline des Gegners und versuchen da so viel Schaden wie möglich zu machen. Heißt, die greifen Heiler und Kukage an. Meine Backline besteht halt jetzt aus 3 gottverkackten Drachen. Boah, ich liebe Drachen. Der einzige Grund, warum ich Game of Thrones schaue.
Auch wenn andere Leute mir immer unterstellen, dass ich einfach nur die Brüste von Daenerys sehen will. Nein, es sind die Drachen. Die sehen eh viel geiler aus. Gibt es Dracophilie? Ich hoffe mal nicht. Wobei das mein Verhalten im Monster Hunter sehr gut erklären würde. Okay, kämpft doch wer? Sieht nicht so aus. So, das heißt, wir können dich noch mitholen und uns eigentlich langsam von den Magiern komplett verabschieden. Wobei, ich glaube, ziemlich viele Magier auch Knights sind irgendwie und das zusammenhalten könnte. Will ich überhaupt dann auf Menschen noch mitgehen? Ich meine, das ist dann so viel, was ich habe. Die kann ich eh nicht alle hochbringen. Das heißt, du gehst weg. Magier wäre halt noch irgendwie, glaube ich, halbwegs sinnvoll, aber komm, verschwindet von meinen Reihen. Jetzt sind wir nämlich auf über 30 Gold, kriegen nachher nochmal den Extra-Bonus. Ich hoffe, das hilft. Achtung, Nase zu halten. Kranker Sinu muss mal wieder schnauben. Und meine Zeichentücher aus der Untertasse sind hoffentlich schon wieder getrocknet. You know what I mean. Ich habe auch so einen Schwarzcut und dann meine Mikrofon stumm zu stellen, wenn ich schnauben will. Das wäre noch voll schlau. So. Alter, da habe ich aber auch Glück gehabt, dass ich die ganzen Drachen auf einmal bekommen habe. Das Einzige, was ich wirklich gerne spiele, sind halt wirklich Drachen. Gut, davon gibt es halt nur so wenige und ist in der Regel scheiße. Wir sind bei 41. Wenn wir jetzt... Wir müssen nicht mal gewinnen, um über 50 zu kommen. Das ist gut, das heißt, ich kaufe mir jetzt nichts. Gab eh nichts Sinnvolles. Warte, eigentlich könnte ich so stehen bleiben. Habe ich hier noch zwei frei für den nächsten Omni-Knight. Hier zwei frei und da halt einen. Das passt schon. Jetzt muss ich eigentlich nur noch halbwegs Glück haben. Man könnte meinen, dass... Ah, der hat die Dragon Vipers, scheiße. Also das Spiel relativ viel auf Glück basiert. Allerdings kann man darauf hin, dass man halt weiß, was der Gegner hat, ein bisschen davon überlegen, okay, alles klar, das wurde schon aus dem Pool rausgekauft, das heißt, es gibt es halt relativ selten und das ist noch drin, das gibt es relativ häufig. Ey, Dieter, eine Krone ist eigentlich verdammt stark. Leute, könnt ihr bitte irgendwie die Typen töten? Ich brauche die Items. Bitte, danke, weitermachen. Dankeschön, so wollte ich das sehen. Blades of Attack, das klingt gut. Ich denke, mein Human Knight, Human, bleib hier, sollte eigentlich nochmal angreifen können. Der Stone ist auch gut, aber scheiße für den Dragon Build, also für die Drachen an sich. Meine stärksten Sachen kann ich ja damit nicht verbessern. Der ist jetzt immer noch nicht fertig. Der hat vor allen Dingen verkackt. So eine Lusche, wie kann man nur verkacken? Also wirklich, so jetzt kriege ich wieder Mages, wunderbar. Okay, das heißt, du kriegst erstmal mehr Angriff. Ich glaube, was ist deine Fähigkeit überhaupt? Dunkle Energie. Dunkle Energie klingt gut. Mehr dunkle Energie. Bitteschön. Jetzt habe ich wieder zwei Mages bekommen. Ich könnte halt wirklich darauf gehen. Das wäre eine Option. Aber warum? Es läuft eigentlich gerade gut. Also sparen wir nochmal ein bisschen. Alles ganz gechillt. Mehr als 5 Interest gibt es eh nicht. Egal wie viel man hat, einem wird dann leider nicht noch mehr gegeben. Deswegen kann ich auch warten. Was bist denn du? Der Booty Hunter. Alles klar. Der Chromon. Ah, ist wieder der Beste, der mich ziemlich fertig macht. Das ist immer mies. Wenn du weißt, du kämpfst gegen den Besten, dann kannst du eigentlich schon aufgeben. Also, du bist selbst der Beste. Dann verlierst du in der Regel. Gang Bang und mein Knight da vorne. Okay, gut, das ist. Er hat, glaube ich, schon den Mech-Bonus, wie es aussieht. Zumindest sieht das bunt leuchtend um die Viecher aus. Und Goblin-Bonus kann halt auch verdammt stark sein. Ja, okay, von mir aus. Und vor allen Dingen hat der meinen Drachen rausgekauft. Dieser Lutscher. Nein, deswegen sollte er sterben. Und hat einen Assassin-Bonus, glaube ich. Das Ding, was da oben rumkreist. So. Jetzt könnten wir wieder auf Humans gehen. Auf Human Mage, weil uns das genauso angeboten wird. Egal, nee, wir kaufen ein bisschen Erfahrungspunkte. Aber warum eigentlich nicht? Mir werden so viele Mages angeboten. Ach nein, komm, wir gehen erstmal eine Stufe hoch. Können nochmal einen die Frontline mit reinkaufen. Wir stellen dich dorthin. Nochmal ein bisschen sinnvoller aufstellen. Damit man so ein bisschen den Leuten sagt, was sie tun sollen. Weil der ist eh Fernkämpfer, sobald er entwickelt ist. Der ist Fernkämpfer und der springt in der Regel hinten rein und macht alles tot. Was hier sinnvoll wäre, weil der Shadow Fiend ziemlich stark ist. Das ist gerade meine Wiper einfach über das Zerstörungsding drüber gesprungen. Finde ich gut und der Kunker macht Schaden.
Da kommt zweimal die Ulti raus. Oh, fuck. Ja, das war mehrmals knapp. Die hätten einfach nur sterben müssen. Ja, ich sehe, ich habe das Spiel verstanden. Meine Gegner hätten einfach nur sterben müssen. Danke, Hören, danke schön, so muss das. Ach man, jetzt habe ich wegen den ganzen Geplapper gar nicht darauf geachtet, was meine Gegner so haben. Okay, du kannst mitkommen. Ich glaube, ich brauche langsam mal... Eigentlich brauche ich langsam bessere, weil ich kann nicht mal mehr reinstellen. Ich brauche einfach nur stärkere Leute gerade. Jetzt kann ich wieder auf Mages gehen. Fuck, fick dich. Ach man, du bist stark, komm her. Dann gehen wir halt doch auf Human Mage. Ich meine, das sollte ja eigentlich noch alles irgendwie in dem... Wie heißt das? Ding? In dem Ding mit drin sein. Okay, ansonsten habe ich gerade tatsächlich 5 Knights. Einer fehlt für ein Power-Up, natürlich. Ein Mage, der noch sinnlos dasteht, ein Assassin. Egal, Omni-Knight ist stark. Wo ist Omni-Knight? Tot. Natürlich ist er tot. Jetzt, wo ich ihm gelobt habe, muss er natürlich schon längst gestorben sein. Weil ich halt gut darin bin, das Gegenteil vorherzusagen. Okay, das könnte wegen Enchantress noch knapp werden. Komm schon, Gangbang, zieh! Die sieht geil aus, die hat einen geilen Pferdearsch, im wahrsten Sinne des Wortes, bestimmt gut zum Reiten. Komm schon, bitte, hau zu, mach sie weg, lass sie sich nicht gegenheilen, bitte nicht, spuck sie stärker an. Ja, danke schön. Das ist mein Dragonite, so wie es sich gehört. Genau, mal die Leuchtfunken, ihre Seele, die weggeht, Conquer Warrior. Den kann man immer reinnehmen, auch wenn er gar nicht zu irgendwas anderem passt. So viel habe ich schon gelernt. Heißt, noch ein bisschen Erfahrungspunkte mit dazu holen. Ich könnte jetzt wieder alles verkaufen, um ein paar Level aufzusteigen. Ja, nee, machen wir mal nicht. Momentan habe ich ja gewonnen. Ich halte mich so halbwegs oben. Der Ludicrist ist auch schon draußen. Er hatte keinen Bock mehr. Kauft mir meine Chaos Knights weg. Denkt sich dann, oh, sind sogar so scheiß Typen, au. Und nimmt Puck und denkt sich, oh, dann gehe ich halt mal, weil fick dich, that's why. Warum auch nicht? Okay, Vitali, vorhin hast du das Geld verloren. Auch jetzt mache ich dich wieder Glitch-K.O. Mache ich halt tatsächlich. Also die Drachen sind halt einfach so stark. Solange ich jetzt halbwegs sinnvolle Sachen ziehe, sollte ich das eigentlich relativ in der Tasche haben. Sagt er mit 50% Leben. Das wird schon noch. Das Spiel ist eigentlich ein Late-Game-Spiel. Wenn du am Anfang vorne bist, kannst du dir eigentlich sicher sein, dass du das Spiel noch verkackst. In den wenigsten Fällen ist das anders. Und ja, das rede ich mich jedes Mal wieder aufs Neue ein. Ah. Holen wir den halt mal. Ich dachte, da bräuchte ich echt ein bisschen mehr Platz. Heißt, so ein Level-Up wäre geil. Da fehlen mir allerdings noch... Rechnen. Dreimal das Power-Up. Das kann ich dir theoretisch nächstes Mal machen. Okay, jetzt kriegen die ihre ganzen... Trial-Protektor Stufe 3. Natürlich Brazers. Den er hinten reinstellt? Das ist eigentlich ein Tank. Warum steht der bei dir hinten drin? Gut, er ist auch ein Heiler. Also, mal sehen. Egal, die Viecher sind einfach nur Bullshit drauf. Die schlagen schneller zu, als einem lieb ist. Also die sind halt wirklich auf Speed, die Vorbolgs, aber naja, gut, das ist mit genügend Fernkämpfer kein Problem. Und eine Javelin. Ey, 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 ich habe gehört, Drachen mögen Javelins. Viel Spaß damit. Einfach nur Attack Damage rein. Ich hoffe, dass das wirklich hilft. Wenn jetzt ein magischer Angriff ist, habe ich ziemlich verkackt. Aber das weiß ich tatsächlich nicht. Das wäre gut. Egal, erstmal brauche ich hier ein paar mehr Chess-XP. Ah, ja, komm. Und dann habe ich keinen neuen Human Boost mehr. Ich bräuchte eigentlich wirklich zwei von den Mages jetzt drin, theoretisch. Egal, du bist geil, solange du deine Ulti rausbekommst und auf Stufe 2 bist. Das heißt, oh fuck, die Viper. Das hat eigentlich gar nicht rein. Ich gehe mal später nochmal. Habe ich gerade den Kunker verkauft und alle anderen Typen stehen lassen? Ja, habe ich. Bin ich doof? Ja. Wie viele Humans habe ich? 1, 2, jetzt 3. Ja, okay, 4 wären sinnvoll gewesen. Egal, das wird schon. Ich meine, bisher läuft es ja immer ganz... Fick dich. Okay, da kanalisieren wir das Licht. Das Licht war auch nicht stark genug. Wir kriegen auf die Fresse. Von Brazers. Das war klar. Der gibt einem immer in die Fresse. Also nimmt auch andere Löcher, aber hauptsächlich die Fresse. Alter, minus 12. Du tust weh.
okay, du bist gut. Das ist schon mal schön. Dann haben wir nochmal einen Warrior of Light Stufe 2. Wie gesagt, das ist so Minimum geil. Kann ich irgendwas anderes rausnehmen, ohne was zu verlieren? Ein Knight würde noch fehlen. Dann hätte ich nochmal einen Boost mit drin. Das heißt, ich kann eigentlich einen Knight rausnehmen, ohne was zu verlieren. Das heißt, du gehst weg. Und du kommst erstmal mit rein, weil ich nicht nachdenken kann. Denn damit sollte unser lieber Gandalf viel schneller die Magie bekommen, solange die da leben bleibt. Heißt, solange der Gegner nicht allzu viele Assassinen hat, soll das ein ziemlich guter Tausch gewesen sein. Bitte sag mir, dass das richtig war. Ja, guck mal, da kommt das erste rausgecastelt. Das ging einmal schön durch. Tages wird es reichen. Es sieht nicht gut aus. Okay, hat die Ulti nochmal rausbekommen. Aber das reicht halt auch nicht. Oh, ficken. Ich bin nicht mal bei der Losing Streak. Das ist auch ungünstig. Fuck. Langsam bräuchte ich mehr geile Sachen. Okay, komm. Dann gehen wir mal auf mehr geile Sachen. Dann rerollen wir jetzt mal. Dann hoffen wir, dass irgendwie hier nochmal was Schönes kommt. Beeilung, Beeilung, Beeilung. Brauche ich noch 10 Sekunden. Alles gut. Zack. Kannst du nach hinten gehen. Gehst du dahin. Du musst mehr in der Mitte stehen. Mehr verteidigt. Na, zu langsam werden. Okay. Jetzt bin ich über, unter 48. Das heißt, ich verkaufe den hier noch, um den Interest zu bekommen. Weiß nicht, ob das schlau war. Ich weiß nie, ob was schlau war, was ich in diesem Spiel mache. Aber wir werden es am Ende sehen. Wenn ich nicht verkacke, war es schlau. Dragon Knight gegen 4. Gangbang incoming. Ja, leider schon. Fuck. Ich muss halt meinen Dragon Knight noch aufbessern. Und vor allen Dingen brauche ich mehr Boosts. Das heißt, noch mehr Menschen rein, noch mehr Magier rein. Komm schon, Spiel, gib mir irgendwas Gutes, sende mir ein Zeichen. Ah, mehr Menschen rein. Okay. Wie viel brauche ich noch? Ich brauche noch viel zu viel Erfahrungspunkte. Okay, dann rerollen wir ein bisschen. Nice! Das ist doch schon mal schön. Dorthin, dann kannst du dahin. Du bist noch mal ganz gut. Ich habe 26%. Okay, langsam muss ich Geld ausgeben. Langsam muss ich mir hier ein bisschen Gedanken machen um nicht allerletzter. Ich bin nicht allerletzter, wa? Ich bin zwar unterstes Mittelfeld, aber das kann noch besser werden. Mein Dragonite Stufe 2 ist eigentlich schon mal, ist schon mal gut. Also Luna stirbt halt einfach viel zu schnell. Okay, da ist der Kunker, den ich verkauft hatte. Kunkers Rache! Aber ist mir scheißegal, weil Aloha Vera kann sich selbst benutzen, um ihren Schmerz zu heilen. War der Burn gut? Ich glaube nicht. Aber er hat ja Aloha Vera, das heißt, das hilft dagegen. Ich probiere einfach keine Wortwitze mehr zu machen, dann klappt das schon besser. Okay, alle anderen, der hat gegen mich verloren. Sehr gut, wie es aussieht. Der versucht gerade noch so, sich zu halten. Das ist auch mies. Und dieser Naga kann sich unsichtbar machen. Und wenn er unsichtbar ist, kann er nicht angegriffen werden. Das ist schon sehr stark. Im richtigen Bild. Alles da, da kommen meine Demon Knights zurück. Oh, die Typen mit Demon Knights sind auch gestorben. Egal, ich muss noch mal ein bisschen... Gehen wir mal kurz ein paar Level ab. Investieren wir mal langsam. So, dann kann ich nämlich dich noch mit reinnehmen. Ich glaube, ich sollte noch einen Boost davon bekommen. Jetzt können wir noch einmal rerollen und nochmal Chaos Knight. Okay, okay, danke. Nee, brauche ich nicht. Alles andere hätte ich gebrauchen können. Gut, das stimmt nicht ganz, aber fast. Es ist nah genug an der Wahrheit dran. Mathematisch gesehen, wenn man weit genug weggeht, ist das die Wahrheit. Glaube ich. Okay, Harvey kriegt man sowieso hin. Da hätte ich jetzt auch nicht alles raushauen müssen. Diesen Scheiße. Wer die nicht hinkriegt, der ist... Der hat den Sieg auch nicht verdient. Ich muss mal kurz schnauben. Haltet euch die Ohren zu. Bis ich damit fertig bin. So, ey, ein Item! Woo! Und Crystal Maiden und den Puck! Schön, kann ich wieder das Item noch kriegen? Ich habe gerade noch eine Handvoll! Mein Taschentuch hängt da. So, ja, dann muss ich jetzt allerdings auch einmal full in gehen. Warte, ich habe hier noch das Ding. Das kriegt der Dragonite. Warum? Weil ich es kann. Komm schon, bitte irgendwas Sinnvolles. Keep of Light und ein Omni-Knight.
Ja, komm her. Dankeschön. So, das war wichtig. Und den kriege ich überhaupt auf Stufe 3? Sonst würde es sich nicht lohnen, den zu kaufen. Die habe ich auch noch. Die steht da ganz alleine da. Ja, komm. Das ist sinnvoller als der Keep of Light. Ich meine, um das Stufe 3 zu kriegen, fehlen mir halt noch so 4-5 Dinger davon. Ich gehe mal kurz zurück. Oh, das Ding von dem Keep of Light wird jetzt richtig hart durchsegeln. Jawohl. Ich mag den Typen. Der macht halt einfach tot. Oh, ich sollte noch den und den tauschen. Damit der länger überlebt. Ist eine gute Idee. Danke, Leute, für den Tipp. Ruhe, ich bin schon über der Hälfte. Hier drüben wird noch gekämpft. Der da oben hat hart verkackt. Wer ist der da oben? Auf jeden Fall gegen mich verkackt. Das ist wichtig. Oh, das ist übrigens auch wichtig. Hi. Und komm, kaufen. Hi. Jetzt habe ich wieder kein Geld mehr. Meine schönen Zinsen sind weg, aber egal. Das ist jetzt, muss jetzt mal sein. So. Ist die nicht mehr ganz so gut geschützt? Egal, die hat einen Puck neben sich, der macht das schon. Hi. Komm, schnell, schnell, schnell. Na, zu langsam. Egal, immerhin noch bekommen. Das ist eigentlich gut gewesen. Also, dass das jetzt offen ist, ist ziemlich ungut. Ist die auch ein Fernkämpfer? Die ist auch ein Fernkämpfer. Das muss mir doch mal jemand sagen. Ich dachte, so als Krieger wäre man Nahkämpfer, aber nein. Die kämpft auch in der zweiten Reihe. Kein Wunder, dass die Luna die ganze Zeit drauf geht bei mir. Ich habe die immer nach vorne gestellt. Die hat ein verkacktes Tier unter ihren Füßen. Zwischen ihren Beinen. Ja, sie hat mich dazwischen. Das war so schlecht, aber du hast gleich zugeschleimt. Egal, bam! Schon vierter von hinten. Und das Vieh ist verdammt stark, aber passt halt überhaupt nicht bei mir rein. That's what she said. Ja gut, dann kaufe ich dich nochmal mit dazu. Und fange langsam mal wieder an zu sparen, denke ich mal. Ich meine, ich bin schon Stufe 9. 10 wäre natürlich besser, 10 ist Maximalstufe. Aber dann kann ich dich noch dahin setzen, dich dahin. Ja, ist zu weit vorne. Glaube ich. So ist eigentlich ganz gut. So ist eigentlich gut. Ich meine, ich habe bisher gewonnen. Bitte nicht gegen Chronomatic, bitte nicht gegen Chromaniac. Nicht gegen Chrome. Okay, Hadi. Hat die Ho jetzt mal auf die Fresse bekommen. Okay, die springen alle nach hinten. Und zerstören meine Backline. Und Puck denkt sich, fuck you, ich sehe da vier in einer Reihe. Bingo. Tick-Tack. Keine Ahnung, welches Spiel das war. Egal, du... Okay, du gewinnst. Und der kriegt auf die Fresse. Wer bist du? Ja, der Chromaniac kriegt auf die Fresse. Oh, das tut mir aber leid. Und zwar von Quali. Wer ist Quali? Mein kleiner Schwibbelschwappel. Neox, mein kleiner Schwibbelschwappel. Ein Puck. Oh, das ist nice. Damit haben wir den Puck auf Stufe 3. Den ersten Stufe 3er. Das gefällt mir. Holen wir jetzt die Luna noch mit? Ja, eigentlich, warum nicht? Können wir nochmal eine Stufe aufgeben. Also, ein bisschen Erfahrungspunkte kaufen. Sag ich doch, ist wieder pure Kapitalismus hier. Kannst dir Bildung kaufen. Warum auch nicht? Und eigentlich bin ich jetzt verdammt gut aufgestellt. Ich weiß, ich jinxe es die ganze Zeit. Immer und immer wieder. Aber ich habe alles auf Stufe 2 und einen Stufe 3er. Das ist eigentlich verdammt stark. Allerdings nicht gegen pures Warrior-Set. Was? Warrior geben sich untereinander Verteidigungsbonus. Wenn nicht gar 50%, greifen magisch an. Das heißt, fuck you, Neox. Geh sterben! Endlich nur Win Streak. Boah, das wird noch. Ich reiß das Ding noch rum. Und das nur durch die drei Drachen. Und vielleicht bis durch die Magier und die Menschen und so. Aber hey, drei Drachen OP. Hier hat noch jemand die Wiper. Du musst sterben. Wer auch immer das ist, du musst sterben. Eigentlich ist es wieder Zeit zu sparen. Wobei, eigentlich wäre es Zeit, nochmal ein bisschen Erfahrungspunkte zu sammeln und hier auf Stufe 10 zu gehen. Aber sparen ist immer noch so ein bisschen Mix von beiden. Du, wer bist du? Du, der hat noch zwei davon. Hat die, hau mal genug. Geh sterben, 3%, niemand braucht dich. Deine Mutter hasst dich. Du auch. Kein Wunder, dass ich das nicht stärker kriege, meine Wiper. Aber sobald einer von den beiden draußen ist, gerade der Hatti, der kurz vorm Sterben ist. Komm schon, geh drauf. Ah, wobei, doch, das sieht gut aus. Das sieht gut aus.
Ja, das Spiel holt so ein bisschen Teufel in einem raus, aber trotzdem. Fakt, überlebt. Der überlebt nicht nur knapp. Ja, wie sieht's bei mir aus? Oh, ich habe schon gewonnen. Dann holen wir uns mal die Items. Javelin würde ich meinem Omni-Knight geben. HP Regeneration. Keine Ahnung. Eigentlich Dragon Knight. Hier, nimm mal. Halt mal kurz. Und du kriegst das hier. So, der hat jetzt 6 Items. Ich weiß, es gibt bessere Items als die, die er hat, aber könntest du bitte dem Typen mit dem Hammer die Javelin in die Hand drücken? Dankeschön. Okay, sparen wir weiter. Ich kann jetzt 5-mal aufbessern. Das sind 5-mal, nee, 4-mal aufbessern. Das sind 4-mal 4, 16 Erfahrungspunkte. Bin ich bei 30. Das reicht noch nicht. Das heißt, wir warten noch ein bisschen. Bin gerade beim nächsten Interest. Das wird schon okay. Wobei ich jetzt eigentlich ein bisschen rollen müsste, um von dem Hatti Dinger zu kriegen. Da ist verdammt viel rot. Das sieht gerade nicht so gut aus. Viel zu viel Chaos. Aber Chaos. Chaos ist eine Leiter. Bäm, den Besten vernichtet. Also ich bin in den Top 3. Ist natürlich für mich ganz normal. Das sieht mir jeden Tag. Ich gewinne natürlich jedes meiner Spiele. Ich habe jetzt nicht 100-mal gespielt, nur um einmal zu gewinnen. Und falls ich jetzt verkacke, würde ich ein neues hochladen. Nein, ich doch nicht. Okay, jetzt kann ich eigentlich... Ich hatte vorhin 16 Erfahrungspunkte. Das heißt jetzt nochmal... Ach komm, da habe ich gerade wieder beim nächsten... Wir sparen mal noch. Momentan sieht es noch gut aus. Okay, Chromaniac hat eine Queen of Pain bekommen. Stufe 2. Ja, Stufe 2. Es ist stark, aber es geht noch. Neox senkt sich. Templar Assassin Stufe 3. Auch Stufe 2. Okay. Die rüsten langsam auf. Sind auch schon beide auf Level 10, ne? Okay, einer zumindest. Ist nicht gut. Das ist... Ich hab... So krieg ich hin. Eigentlich sollten Warrior easy peasy erledigbar sein. Ja, das ist deutsch. Ja, das muss. Okay, die Ulti vom Magier war scheiße. Der hat fast nichts getroffen. Aber... Oh, das wird nicht knapp. Das wird sehr gut. Das heißt, ich bin dann stärker als beide meine Gegner. Ja. Und das war Dragon Knight. Yes, I am fire, I am death. Okay. Kaufe ich dich? Wenn ich dich nicht kaufe, bin ich danach auf 50. Dann kann ich wieder sinnlos ausgeben. Ah, fuck. Was mache ich? Was tue ich? Das ist alles nicht so schön. Aber davon kriege ich eh nicht genügend. Dann warten wir mal noch. Ich darf nicht zu lange warten. Omni-Knight hat 2 DPS gemacht. What? Er hat nichts getan, außer da gestanden. Fuck, der hat einen Tide-Hunter. Das sind 5 Viech, das ist ziemlich stark. Könnten wir bitte so ein bisschen auf die Fresse geben? Ja, nein, danke. Oh, Omni-Knight steht noch. Monster Kill. Das war knapp. Das war fucking knapp. Okay, aber das ist gut. Das heißt, Winning Streak, ich krieg jetzt richtig hart Gold. Und hier verkacke ich. Oder? Oder? Warum greift ihr nicht an? Keine Ahnung, hab gewonnen. Hui. Nicht, dass mir das irgendwas bringt, außer Schadenfreude. Okay, jetzt können wir nochmal rerollen und danach Geld sparen. Dann muss ich wohl Geld sparen. Okay. Ab nächstes Mal gehe ich erstmal Stufe 10. Ich weiß zwar noch nicht, was ich da reinstellen will. Das wird mir das Spiel dann schon sagen. Also ich habe 1 Mage, 2 Mage, 3 Mage, 4 Mage. 2 Mages wären ganz cool. Wäre ich nicht drauf kommen. Das heißt, das können wir ignorieren. 3 Drachen. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Ein Human stelle ich noch mit rein. Das war der Lycan Warrior, den ich vorhin verkauft habe. Ganz schlau gemacht. 1, 2, 4 Knights momentan. Na, da komme ich auch nicht auf das nächste. Nee, gut. Dann warte ich noch auf den einen Menschen für einen neuen Boost. Und das war's dann. Oh, fuck. Oh, fuck. Okay. Die Ulti war gut. Die Ulti war sehr gut. Könntest du auch noch eine Ulti raushauen? Weil du hast 100 MP. Nein? Okay, dann nicht. Der Gyrocopter, der Garen haut mal wieder zu. Von mir aus aber wieder gewonnen. Noch einmal habe ich eine 10er Winstreak. Das ist gut, das kann man mal haben. Kann man mal machen. Erstmal ein bisschen Chess XP kaufen. Aber links viel. Reroll ich. Ich spare jetzt. Immer noch schön sparen. Erstmal Stufe 10 erreichen. Das ist erstmal wichtig. Das sind noch...
Ja, nächste Runde. Ich glaube, egal ob ich gewinne oder verliere, was kann ich ausrechnen? Ich kriege so oder so 10 dazu. Bin ich bei 13. Ja, ich kaufe es mir einfach nachher. Ich hoffe, wir haben das Stufe 10 nachher und dann können wir das auch so Geld rausgeben, weil so viele Runden werden das hier nicht mehr sein. Oh. Großer, böser, schwarzer Drache. Egal, ich habe einen kleineren, grüneren Drachen. Der macht das. Easy. Ich war fast doch nur weit. Hyperstone. Was macht der? Hast du noch einen Platz frei? Leider nicht. Ah, Human. Danke Spiel. Ich würde sagen, bevor wir irgendwas machen bei Chess XP, gehen wir mal auf Stufe 10. Kunker Warrior hier hin. Auf den jetzt ein Hyperstone. Eigentlich auf den Keeper of Light. Wobei, meine Assassin, die muss ein bisschen mehr reinhauen. Die ich jetzt theoretisch auch aufbessern kann, weil das hier alles irgendwo hier drin sein sollte. Ich glaube, ich habe gerade irgendwas Gutes weggerollt. Ich habe nicht hingeguckt. Scheiße. Ganz rechts war, glaube ich, irgendwas Cooles. Ah, Kunker, hi. Und jetzt sparen wir erstmal. So, jetzt muss ich nochmal schnauben, weil mir hier Tränen in den Augen stehen, weil es gerade geil werden könnte. Nochmal Ohren zu halten. Eh noch. Was ihr gerade hört. Ich habe gerade hardcore verloren, oder? Ich habe hart auf den Sack bekommen. Warum? Lutscher, was tut ihr? Das ist ungünstig. Das heißt, jetzt muss ich mal ganz kurz auf was Gutes hoffen. Kann ich nochmal aufbessern? Wahrscheinlich nicht gut genug. Das ist, glaube ich, gerade Zeitverschwendung. Allgemein, die auf Stufe 3 zu kriegen, wird wahrscheinlich nichts. Ich kaufe trotzdem mal. Guck mal, Omni-Knight. Das ist der Problem nochmal. Eigentlich brauche ich jetzt einen Kunker. Ah, der Dragon Knight. Fickt euch! Dich kriege ich eh nicht hoch. Zack. Das darf ich nur nicht verkacken. Ich muss jetzt nochmal überleben. Die kann ich... Okay, sollte ich hinkriegen? Aber dich kriege ich auch eh nie hoch. Zack, dann kann ich dich nochmal reinnehmen. Komm schon, die Ultis müssen sitzen. Ja, okay, der ist weg. Der ist weg. Alles klar, nochmal gewonnen. Hier drüben. Das... verliert er, glaube ich, und der hat gewonnen. Ja, okay. Alter, der Chromaniac ist gerade voll gut mit dabei. Komm schon, wir brauchen jetzt nur einen Kunker oder irgendwie was ähnliches. Nur ein Kunker. Ist ja gar nicht so viel, wa? Nochmal ein Omni-Knight. Ah, scheiße. Der wäre auch gut, aber ich habe gerade keinen Platz dafür. Den könnte man tatsächlich auch mal Platz machen. Keeper of Light. Ah, kriege ich auch nicht mehr hoch. Komm schon, gib mir den Kunker. Bitte. Ah. Warum hat er den nicht rübergeworfen? Okay, ich muss nochmal überlegen. Du bleibst drin. Also ich hätte ihn rausholen können. Das ist schon wieder der Typ, der mich platt gemacht hat. Nein, komm schon, Ultis. Haut raus. Mein Dragon Knight ist tot. Fuck. Do something! Nein, weil ich zu langsam war! Gottverkackte Scheiße! Das ist nervig. Es regt mich jetzt ganz dezent auf. Den Kampf gewinne ich sogar noch! Das hätte es sein können. Ich hätte nur schneller sein müssen. Na, jetzt will ich noch wissen, wer gewinnt. Epic Fight zwischen Neox und Chromaniac. Egal, dritter ist gut. Es ist mehr, als ich erwartet habe. Vorhin bin ich schon unten rumgekrochen. Ich hätte einfach schneller sein müssen. War nicht gut. Was hat der jetzt noch bekommen? Den Axe Stufe 3. Der hat eine brennende Axt. Okay, habe ich auch noch nie gesehen. Von mir aus. Haben wir umgestellt. Mal sehen. Ja, Ferdi spammt mich zu. Ferdi, hör auf. Ich bin in der Aufnahme. Lass das. Nachher vielleicht. Okay, komm schon. Schauen wir mal, wer... Was heißt, komm schon. Ich habe eh schon verloren. Mann. Das war fucking scheiße. Das war schon knapp, okay? Ich hab schon mit dem Sieg gerechnet. Okay, wir scheinen hier zu gewinnen. Also momentan, das ist beinahe ausgeglichen, bis auf das Chromaniac wesentlich stärker ist. Allerdings auch, ja, auch nur auf seinem Feld. Okay, why not? Gewinnen halt beide, warum auch nicht?
Ich hatte vor allem noch Geld. Ich hätte noch was rausholen können. Ich hätte nur schneller rollen müssen. Ja, das kommt mit der Zeit. Kunker auf 2 DPS. At least he tried. Irgendwie wurde ich schlechter, als ich Kunker reingenommen habe. Ich glaube, das lag nicht an ihm. Ich glaube, es lag daran, dass ich halt hier drüben noch, also dass der auch irgendwelche Verbesserungen bekommen hat. Och Mann. Egal, Runde 40. Mal sehen, was jetzt noch für große Babos hier mitkommen. Der scheint extra nur für die Babos umzustellen. Ich glaube, ich war schon mal Stufe 40. Also, zugesehen bei anderen. Nochmal Trolle. Aber böse, leuchtende Trolle. Wie in jedem RPG immer. Hm, es leuchtet, es muss stärker sein. Ich glaube, diese fluoreszierten Quallen freut das sehr, dass das so gilt. Aber hey, der verkackt nicht. Das sah nur gerade kurz so aus. Wie sieht es bei dir aus? Oh, Cro-Maniac, mein Freund. Was denn da los? Entschuldigung. Wobei der auch verkackt. War es das etwa? Wegen ein paar Trollen erledigt? Da hat er noch versucht, um sein Leben zu retten. Das war wohl nix. Game over. Oh, ich habe 2 Bonbons. Das ist doch schön. Und bin die Stufe aufgestiegen, bin jetzt auf Night 2. Na toll. Das gefällt mir. Und wir sind jetzt im Endgame. Verdummt. At least I tried. Gut, das war Dota. Das letzte ist Dota. Das ist halt, ne, allein dieses Random-Prinzip, was halt hier bei jedem Wurf nochmal irgendwie so ein Lottospiel gibt. Plus, dass am Ende kannst du das Ding nochmal rumdrehen, weil du halt mit 2 HP kannst du halt immer noch gewinnen. Oder mit einem. Das ist halt möglich, das ist halt witzig. Macht Spaß. Sehr viel Adrenalin dafür, dass man nur da sitzt und zusieht, wie irgendwer dem, also irgendein Auto-Ding, so ein PKW für dich das Ding gewinnt. Ja, ich weiß, der war schlecht. Egal. Es war kein Roadkill, den ich da gemacht habe. Nichtsdestotrotz, Dritter, kann ich mich zufrieden geben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ihr so war, dann sagt mir doch bitte Bescheid. Ansonsten Feedback, lieben gerne die Kommentare. Und damit adios, amigos. Und hoffentlich auf Wiederhören.